Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Und schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Herzlich willkommen auch im YouTube-Kanal von Radio B2 und natürlich auf unseren fröhlichen Frequenzen überall im Lande. Ich freue mich, dass dieser Mann endlich mal wieder bei mir ist. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Stimmt, Thomas Rotfuß, stimmt. Und großes Kompliment. Du siehst toll aus mit deinen schlohweißen Haaren. Hallo. Ach, das passt auch das Lied dann zu mir. Ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren. Ja, ein bisschen Ehrfurcht habe ich schon vor deiner Lebensleistung. Ja. Wie gesagt, wir kennen uns eine ganze Weile. Das letzte Mal haben wir uns gesehen auf Schloss Dietersdorf bei einer Veranstaltung. Ist auch schon wieder, ich glaube, 2 oder 3 Jahre. Ne? Kinder, wie die Zeit vergeht. War richtig schön, ja. Das sieht toll aus mit deinen Haaren. Das muss ich dir wirklich mal sagen. Also ich färbe ja auch nicht mehr. Bei mir ist es ja so ein bisschen, also ergraut schon, aber bei dir, das sieht ja richtig. Ach, das ist ja jetzt so richtig. Machst du da noch extra was? Hilfst du? Überhaupt nicht. Das ist Natur. Ich nehme den Kamm und gehe dann aus dem Haus. Ist alles gut. Toll aus. Muss man sagen, wirklich. Also, als du aus dem Auto gestiegen bist, ich stand oben am Fenster, hab dich gesehen, habe ich gesagt, kommt jetzt der Albert Einstein. Okay. Ja, jetzt ist auch gut, ist alles gut. Okay, also du bist bei uns, weil es gibt ein ganz neues Album, das wollen wir ein bisschen näher vorstellen, ja. Dich natürlich den Menschen in Erinnerung rufen, du warst die Schäferstimme 10 Jahre lang. Schöne Zeit, tolle Zeit, möchte ich nicht missen, habe mich dann aber entschieden, doch alleine ein bisschen zu agieren und es hat dann auch recht gut funktioniert bisher. Anfangs war es ein bisschen schwierig dann so, warum verlässt er die Truppe, warum macht er was anderes, aber ich habe jetzt so langsam, so peu à peu sukzessive das umsetzen können, was ich so vorher da im Kopf hatte als Solist und ich freue mich ganz, ganz arg, dass ich so noch dabei bin und wenn ich so meine Kollegen sehe, ja, ich bin schon einer der letzten Mohikaner, der eigentlich noch so ein bisschen durch die Gegend tigert. In diesem verrückten Beruf. Ja. Wir werden gleich weiterreden, jetzt wollen wir erstmal Musik hören, du darfst mal vorschlagen, was wir so als erstes hören wollen von diesem neuen Album. Also ich denke schon, der Titel des Albums heißt ja Herzenslicht. Ja. Das ist eine wunderschöne, ein wunderschönes Lied und ich würde sagen, warum nicht? Dann zünden wir jetzt ein Herzenslicht an, würde ich sagen. Also unser Gast heute bei Radio B2 ist Thomas Rotfuß. Hier ist Radio B2, hier ist Deutschland Schlagerradio. Thomas Rotfuß, einer der gefühlvollen Sänger, das kann man so sagen. Ich habe dich live auch erlebt für das Publikum. Das ist dir wichtig, Empathie über die Rampe bringen, ne? Ja, und wenn natürlich so ein bisschen Ehrlichkeit und ein bisschen Herzschmerz natürlich dann in den Liedern liegt, das macht mir unwahrscheinlich viel Freude. Und ich bin ja so ein alter Fan von, also immer noch von John Denver und Simon & Garfunkel. Ja. Und wenn man deren Lieder übersetzen würde, dann wäre es mit Sicherheit nichts anderes als unsere Schnulzen oder unsere gefühlvollen Lieder. Ja, einfach Schnulzen und man hört sie doch gern. Ganz genau. Also da kann ich mich schon damit identifizieren und mit meinem internationalen Programm, wenn ich so live unterwegs bin, habe ich natürlich auch diese bekannten Künstler, diese Weltstars eigentlich schon mit in meinem Repertoire. Ja, lass mich nochmal ganz kurz auf die Schäfer zurückkommen, denn du warst ja einer von denen, die das damals auch kreiert haben, barfuß aufzutreten. Das war ja auch so eine Geschichte, mit der haben alle drüber gesprochen. Wenn man euch gespielt hat, hat man das dazu erwähnt, ja. Und gut, du wolltest deinen eigenen Weg gehen, das ist auch richtig und wichtig, wenn man eben so ein Alpha-Tierchen ist, aber hast du manchmal auch so ein bisschen mit einer Träne im Knopfloch zurückgeguckt, wenn du manchmal gedacht hast, schön war es doch? Ja, meine Zeit, als ich die 10 Jahre dabei war, das war schön und alles andere danach hat mich auf der einen Seite eigentlich nicht mehr so belastet, auch nicht interessiert, denn sonst hätte ich dabei bleiben können. Ich habe einfach gesagt, es war jetzt wunderbar, wir haben alles mitgenommen. Wenn ich überlege, was wir für Fernsehsendungen hatten, die es heute gar nicht mehr gibt, was wir da erreicht hatten, welche Auftritte. Eben, das war gigantisch. Gibt es heute nicht mehr und ich glaube, nicht nur die Schäfer, sondern viele, viele andere Kollegen, die wir damals hatten im volkstümlichen Bereich, ich glaube, einige sind sogar auf der Strecke geblieben, andere halten sich mühevoll oben. Also es ist, glaube ich, nicht mehr so schön, in Anführungszeichen, wie es in der Zeit, so 90 bis 2000, so war das, die Hochzeit mal war. Trotzdem, glaube ich, gab es mal eine Diskussion, die haben ein Jubiläum gefeiert und du wurdest nicht eingeladen. Da warst du, glaube ich, ein bisschen traurig, ne? Auf der einen Seite ja, aber dann habe ich mir gesagt, gut, warum, ich gehöre nicht mehr dazu und es hätte sich vielleicht angetan, wenn man gesagt hätte, ein bisschen Thomas, Vergangenheit muss man uns schon lassen. Vielleicht wären sie auch neidisch gewesen, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe. So, ne? Das gesunde Selbstbewusstsein eines weißhaarigen Mannes mir gegenüber. Wir wollen nächsten Titel hören. Schlag mal was vor. Ja gut, ich habe ja so viele, kann man sagen, von Herzen gehende Lieder mit drauf. Und da ist eines dabei und das ist so richtig gefühlvoll, denn da schaue ich zum Himmel. So machen wir das jetzt. Unser Gast bei Radio B2 ist Thomas Rotfuß. Radio B2.
Hier ist Radio B2, hier ist Deutschland Schlagerradio, Original und Schlager haben wir gehört, Thomas Rothfuss hier bei uns. Ein Mann, den ich nicht nur mit seinen Songs kenne, ich habe dich auch ansagen dürfen auf Livebühnen, ich weiß, wie das Publikum dich gefeiert hat, sondern der auch sich dem Worte, dem witzigen Worte, wenn ich das so sage, verpflichtet fühlt. Und da hat er ein ganz großes Vorbild, nämlich den Dicken mit der Hornbrille, Heinz Erhardt. Ja, da gibt es den Stand eigentlich hier in Berlin. Das war ja das Lustige, nämlich Redakteure, Schlager, Freunde und auch Schlagersängerinnen haben sich ja immer an einem, wie soll man sagen, an einem Dienstag, glaube ich, hier in Berlin getroffen, zu einem Stammtisch. Stammtisch, zu einem, genau, großen Stammtisch. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Den gibt es noch. Und Bert Beel, ich zum Beispiel, und Bert Beel und die Steffi Simon, die beiden, ja, waren ja mit dabei. Und da war damals auch eingeladen die Tochter von Heinz Erhardt, die Marita, ja, Erhardt Malicke. Und Bert hat uns dann so zusammengebracht, das werde ich nie vergessen. Und so entstand eigentlich so eine tolle Freundschaft. Und Marita Erhardt-Malicke ist ja in der Zwischenzeit nach Baden-Württemberg gezogen. Ja. Die wohnt jetzt in Backnang da unten bei ihrer Tochter. Und wir haben uns dann so, kann man sagen, so Stück für Stück immer näher kennengelernt. Und dann habe ich natürlich meine Liebe zu ihrem Vater, ja, intensiviert und kannte natürlich da schon alle seine Stücke und habe auch dann auch mein erstes Buch damals so geschrieben im Stile dieses großen Humoristen. Ja. Und es hat natürlich dann auch gleich funktioniert. Und wenn ich dann so als Autor, Humorist und als Schlagersänger oder als Entertainer unterwegs bin, dann kann ich halt alles auf einmal so ein bisschen mit involvieren und integrieren. Ein buntes Programm. Genau. Und so. Das macht den Leuten unwahrscheinlich Spaß. Ja. Und mir natürlich auch. Da gibt es ein Lied, das dazu passt, nämlich ein bisschen Clown sein. Wollen wir das hören? Gerne. Das gerne, machen gerne, wir gerne, jetzt. Gerne. Und würdest du in der nächsten Gesprächsrunde vielleicht so eine kleine, Heinz Erhardt würde sagen, eine kleine Kotzprobe deines Könnens hier über den Sender schicken? Das ist gar kein Problem. Okay, gar kein also Problem. Bleiben Sie bei uns. Ich freue mich, dass er zu Gast ist. Ein bisschen ist er Clown, Thomas Rothfuss. Hier ist Radio B2, hier ist Deutschland Schlagerradio. Ich freue mich, dass er mein Gast ist, Thomas Rothfuss. Das Album, für alle, die jetzt interessiert sind, viele haben ja schon geschrieben, haben gesagt, Mensch, schön, dass es den alten Schäfer, schreiben viele noch dazu, ja, immer noch gibt, dass er so am Ball ist, Herzenslicht heißt dieses Album. Texte alle von dir, ne? Zum Teil, ja, also zum großen Teil. Zum großen Teil. Und du schreibst ja kleine Gedichte. Wir haben darüber gesprochen, Heinz Erhardt, das große Vorbild, die Freundschaft zur Tochter, zu Marita Malicke, begleitet dich jetzt seitdem auch. Ihr seid jetzt fast in der Gegend, ne, wenn, ja, sie da runtergezogen, ja, 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 ist. Da kannst du also mal vorbeifahren. Um die Ecke, ja. Um die Ecke, dich zum Essen einladen. Und da gibt es ein ganz neues Buch von dir, das es auch im Handel gibt. Das hat mit der berühmten Made zu tun von Heinz Erhardt. Ganz genau. Ne? Also du hast eine kleine Adaption draus gemacht. Ja, genau, denn die Made war ja eines der erfolgreichsten und auch der bekanntesten Hinter eines Baumes Rinnen. Dramaturgen, wenn man so schön sagt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Menschenskinder, ich muss an die Made anknüpfen. Und da ist mir dann Folgendes eingefallen, wo ich dann meinem Buch, dann habe ich ja auch genannt, die Made ist auch nur ein Wurm. Wunderbar. Und hinter diesem Satz steckt dann eigentlich so manchen Wurm, den nennt man Made, zerstört manch schönen Apfel. Schade. So glaube ich, dass man oft vergisst, dass auch bei uns der Wurm drin ist. Deshalb stimmt auch die Theorie, wenn es heißt Made in Germany. Unser Gast, ja, ist Thomas Rothfuss. Bleiben Sie bei uns, wir reden gleich noch eine Runde. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Thomas Rothfuss hier bei uns mit einem ganz neuen Album Herzenslicht. Steht extra drauf nochmal die Original-Schäfer-Stimme 10 Jahre lang. Diese Zeit hat dich sehr geprägt. Jetzt bist du allein unterwegs. Das ist manchmal besser für Menschen, die so Alpha-Tierchen sind. Und ich glaube, du bist so einer, der vorne steht, ne? Im Volksmund sagt man auch eine Rampensau. Ja, und ich habe da auch meinen Spaß dran. Das heißt, ich habe ja meine Gitarre mit dabei und kann dann schon mit den Leuten so ein bisschen das umsetzen, was sie vielleicht selber gern haben oder hören. Ich sehe es ja dann bei meinem Publikum. Da kommt mal aus der hinteren Reihe, heißt, kannst du auch dieses Lied oder kannst du noch damals Bernd Klüver, kannst du noch den anderen Schlager von Rex Gildo oder wie es alles reagierst heißt. Reagierst du sofort? Ja, da kann ich dann schon sagen, okay, da starten wir rein, kann dann meine schönen Geschichtchen dazu erzählen. Also ich habe mich da schon ein bisschen vorbereitet. Ich weiß dann schon, was so die Leute, auf was sie ziehen und so weiter. Es gibt natürlich dann auch Lieder, die ich jetzt nicht unbedingt spielen möchte oder unbedingt nicht spielen brauche, weil es gibt so viele schöne andere drumherum, die man dann zu einem schönen Programm zusammenbauen kann. Ja, aber deine Lieder, deine eigenen sind mit dabei, live bist du viel unterwegs, man kann dich buchen über jede Agentur, ne? Wenn jetzt jemand das Ganze hört direkt und sagt, Mensch,
Thomas Rotfuß. Direkt eingeben, ja. Deine Seite, Kontakt aufnehmen. Bumm, alles da. So, ne? Also, selbst ist der Mann oder die Axt im Haus, er spart den Zimmermann nervende Management, das sagt man ja auch manchmal. Thomas, wir werden uns jetzt gleich verabschieden. Ich würde von dir gerne noch wissen, einmal noch auf das Thema Schäfer. Hast du denn aber Songs von damals noch mit im Repertoire? Gibt es ein kleines Potpourri, ein Medley in deinem Repertoire? Oder hast du das völlig aus deinem Leben gestrichen? Also ich habe für Wahllieder, die wir damals mit den Schäfern gesungen hatten, und zwar die erfolgreichsten und mit die schönsten Lieder, die hatte ich ja dann als Solist, neu arrangiert, neu aufgenommen zu einer wunderschönen CD, verarbeitet mit den tollen Liedern, die wir damals gesungen haben. Und da geht es schon so ein bisschen ins Herz. Das heißt, es ist auch für mich so Gänsehaut-Feeling, wenn ich mich dann mit dem einen oder anderen Lied auch wieder identifizieren kann, denn man hat ja auch sehr, sehr viel erlebt. Ich bin ja mal 3 Wochen lang mit einem Schäfer mit 500 Schafen durch Baden-Württemberg gezogen. Hast also du gemacht? Richtig draußen, harte Arbeit. Also warum hast du das gemacht? Weil ich einfach wissen wollte, dass diese heile Welt der Schäferei eigentlich harte, harte Arbeit ist und dass er sich nicht auf seinem Schäferstab ausruht, wenn er so anlehnt, sondern dass er wachen muss und er muss ja rund um die Uhr da sein, wenn er mit so viel Schafen durch die Lande zieht. Ich wollte es einfach mitmachen und ich würde es immer wieder tun und es war eines meiner schönsten und erfahrensten Dinge in meinem ganzen Leben. Okay, wir hören dich jetzt nochmal singen und dann werden wir uns verabschieden. Eine Runde reden wir noch miteinander. Er ist unser Gast heute hier bei Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Bleiben Sie unbedingt bei uns, Thomas Rotfuß. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Thomas Rotfuß hier bei uns. Rotfuß ist auch ein schöner Name, ne? Ist echt, ne? Ist echt. Aber hast du mal, woher das kommt? Ich weiß, dass mein Vater vom Friedrichshafenraum, also Bodenseeraum, stammt. Und es gibt ja in der Zwischenzeit einige Rotfüße, ja. Auch im Schwarzwald einiges. Aber die meisten haben mit mir wenig zu tun. Wobei ich glaube ja, wenn der Stammbaum irgendwo aufhört oder beginnt, dass da die Rotfüße zusammentreffen. Kann sein. Wie Müller-Meyer-Schulze. Es klingt ein bisschen wie, die Kollegen haben ein bisschen Spaß gemacht, als ich reingeschrieben habe in unser Kalender, dass kommen die Rotfuß-Indianer kommen. Nee, oder? Es gibt ja Schwarzfuß-Indianer, ja. Die Rotfuß-Indianer kommen. Okay, was mich nochmal interessieren würde, wie du als Mensch so bist. Also du machst auf mich so den Eindruck, als wenn du dich auch mal hinsetzen kannst und wirklich auch mal meditieren kannst. Also wirklich mal abschalten. Löcher in die Luft gucken und ganz tief in dir drin mit dir selber ins Gericht gehen. Also es klingt zwar verrückt, aber dieses Abschalten, das kann ich, obwohl draußen der Verkehr sowas von zugenommen hat, das kann ich im Auto fahren. Aha. Wenn ich Auto fahre und manchmal größere Strecken hinter mir habe, weil dieses Wochenende verbinden wir beim Oktoberfest, wir sind eingeladen hier zum Oktoberfest parallel zu München mal wieder. Sind ja das überall andere, die Oktoberfeste. Genau, das Wochenende. Genau. Mein Weg führt mich rüber bis nach Oderberg, also das heißt fast an die Grenze, polnische Grenze und dann bundesweit, also da habe ich dann schon die Möglichkeit, so richtig zu relaxen während dem Autofahren. Du fährst aber selber? Ich fahre selber. Okay, aber die Augen machst du nicht zu. Nein, das heißt, ich kann mit offenen Augen fahren sozusagen und habe dann doch den einen oder anderen, die eine oder andere Idee, die ich mir dann irgendwie aufsprechen kann, um wieder dran zu erinnert werden, vielleicht für ein neues Gedicht, für eine neue Zeile von einem neuen Lied oder so irgendwie was. Oder einfach Ideen, die ich habe, die, ja, die kann man sagen, entstehen so zu 80% im Auto. Wunderbar. Die Sonne lacht wie wunderbar und kaum eine Wolke, die sie stört. Warum sie es macht, ist sonnenklar, weil sie den Thomas Rotfuß hört. Hätte auch von Erhard sein können. Ja, sei ehrlich. Wir hören dich nämlich jetzt nochmal. Ich danke dir sehr für den Besuch. Alles Liebe und Gute für dich. Und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich für alle, die mich anhören und zuhören. Alles klar. Thomas Rotfuß, bei Radio B2.